Heute bekommen wir heraus, ob meine mitteleuropäischen Fähigkeiten reichen, um in die tropischen Inseln klarzukommen. Kein Messer, das ist eine Krankheit. Ich habe was zu trinken und was zu essen gefunden. Organisiert. Alles in eins, in einer Kokosnuss. So, haben wir erledigt. Und jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Fisch! Fisch fangen! Beruhig dich, ich habe eine Idee. Wir bauen einen Fischspeer und versuchen es einfach mal. Wir haben ja den Ozean vor der Nase. Ah, auf geht's! Ich habe meinen Fischspeer schon. So, und während Cristiano schon da so ein bisschen, das können wir noch abmachen, quasi sein Speer gefunden, habe ich jetzt mal was organisiert. Du würdest jetzt wahrscheinlich die Seite nehmen, wir nehmen mal die andere Seite, das war die dicke Seite. Erstens wegen dem Gewicht nach vorne, zweitens brauchen wir jetzt einen dicken Knippel und spalten das Ding einmal entweder in zwei oder in vier Hälften auf. Und diese ganzen kleinen Fasern oben ist dann unser Speer. Wir müssen das ja auch mal kurz erwähnen hier, mit einem Küchenmesser betonen. Ja, das möchte ich mal gerade betonen. Mit einem beschissenen Küchenmesser, mit einem Küchenmesser machen wir ja alles. Aber geht. Irgendwie geht's. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier oben schon von vornherein vier Zacken. Von unserem Paracord ein bisschen. Kannst du mal so, guck mal, so ein Stück ungefähr holen? Mal abschneiden gehen. Wovon? Vom Paracord. Was ist das? Das ist. Also das ist das Seil, was wir gekriegt haben. Ach so. Hol mal einfach dein Seil. Ganz ehrlich, ich hätte lieber ein geiles Messer gehabt als ein bisschen Paracord. Weil Paracord brauche ich jetzt quasi das erste Mal. Ja, richtig fest, damit sich das hier nicht mehr löst. Nein, nicht fest brauchst du eigentlich gar nicht, sondern es geht nur darum, dass es nicht weiter aufreißt. Ja, okay. So wie es ist, kann es ja bleiben. Das ist ja nicht das Problem. Magst du mir mal deinen Daumen geben oder deine Finger? Ja, das passt schon. So. Dann kriegen wir doch wohl was. Ins Kurz. Wasser oder was? Jetzt ab ins Wasser. Wir machen uns jetzt nackig und dann gehen wir da rein. Okay? Dann werden wir ein paar Fische töten! Ich fühle mich ein bisschen wie Robinson Crusoe. In der Karibik einen Fisch fangen? Ob das Geld, wir kriegen aus! Los! Wir haben zwar Fische gesehen, aber wir haben keine gefangen. Also ist das gescheitert. Der Speer an sich ist gar nicht verkehrt. Ja, könnte ein bisschen gerader sein, aber gut. Kommst du wieder raus? Aber wenig Fische gefangen. Was? Alter, er hat einen Mini-Krebs gefangen. Die Challenge haben wir trotzdem gemeistert. Geil! Wir haben was gefangen. Unsere Challenge war, ins Wasser zu gehen und ein Lebewesen zu fangen. Zack, Krebs gefangen. Grill anschmeißen? Ja, aber dazu brauchen wir was? Feuer machen! Kriegen wir hin! Okay. So? Feuer frei! Mit was denn? Mit Hacken zusammenschlagen oder was? Damit kriegt ihr was, aber zieht euch an. Okay, hast gehört. Erstmal anziehen und dann kriegen wir was. Los! Ich hab Hunger. Lass den Krebs wieder frei. Ja! Und was kriegen wir jetzt zum Feuer machen? Ihr habt gesagt, wie kriegen wir, sind wir angezogen? Feuerzeug, Streich. Was zur Hölle ist das denn bitte? Batterie und Lupe. So Metallwolle oder was? Ich hab eine Lupe. Ja, toll, mit einer Abendsonne und eine Lupe. Ob das funktioniert? Okay, komm, lass uns probieren. Los, komm, geil, weil wir brauchen Feuer. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das, wahrscheinlich musst du die in deine Zunge lecken und da festhalten. Okay, komm. Das können wir definitiv knicken. Die Sonne steht zu tief. Da sind irgendwelche Schleierwolken drüber. Also ich kann da hier was draufpacken, aber es ist nicht mal so, dass es ankokelt oder sowas. Das muss man definitiv früher machen und in der Mittagssonne. Gut. Jetzt konzentrieren wir uns hier drüben bei Cristiano. Mal sehen, was es hier geht. Ja. Also, schau dir das mal an. Jetzt kannst du mal was von mir lernen, lieber Mari. Ja. Guck mal, hier ist auch noch Zunder. Also, das können wir auch noch nehmen. Und legen wir los, oder? Ja. Ah, okay, krass. Jetzt kommt's. Feuer, 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 Feuer. Nicht pushen. Da ist die Flamme. Da ist die Flamme, okay. Okay, also das ist jetzt der Beweis. Vorhin aber aus dem
anlässlichen Grund, dass der Amazonas brennt und wir halt auch einfach vorsichtig sein wollen, machen wir das gleich wieder aus. Das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Aber ihr habt gesehen, mit ein bisschen Eisenwolle. Genau. Funktioniert das. Aus. Ich würde sagen, die Challenge haben wir geschafft, oder? Geiler Typ? Ja! Wir hätten jetzt also rein theoretisch Feuer. Super! Und was ist die nächste Challenge? Ja, komm, schnell. Hau raus. Jagen? Jagen? Geil. Was denn? Rehe? Wir müssen was essen, sagt er. Insekten? Insekten. Eidechsen? Wir gehen auf die Jagd, hat er gesagt. Gibt's noch ein Gadget? Ja, gibt's noch. Es gibt noch ein Gadget. Geh mal zurück zum Shelter. Okay, wir gehen zum Shelter und dann kriegen wir unser Gadget. Ha! Ey! Schrotflinte? Ja, Schrotflinte oder sowas. Das wäre cool. Okay. Ganz cool. Ich würde so lachen, wenn er dir jetzt ins Gesicht springt. Habt ihr einen Namen für den Kumpel? Reitet die Kommentare. Ich finde Herbert eigentlich ganz cool. Okay, komm. Es gibt ja aber noch größere Varianten. Ich habe auch schon so eine gesehen. Das waren zwar keine Geckos, aber das waren riesenfette Eidechsen. So, okay. Nächste Challenge ist, wir müssen irgendwas Lebendes fangen. Wir müssen irgendwas jagen. Ich denke mal nicht mich, sondern irgendwas anderes. Und okay, bekommen wir irgendwie... Ich habe Hunger. Es muss was Großes und es muss bluten. Bitte. Ach du Scheiße, ich ahne Böses. Was ist das, ey? Ist das das, was ich denke? Wir müssen uns tarnen. Alter. Ey, ganz ehrlich. Was ist das? Ghillie-Suit. Weißt du, der Grundgedanke... Ach du Scheiße, Leute, ihr seid bescheuert. Aber es ist ja nicht so, dass wir 35 Grad im Schatten des Schattens haben. Los geht's. Unglaublich. Ich werde jetzt mit diesem Ding durch den Dschungel rennen und an jedem scheiß Palmenblatt hängen bleiben und du tarnst dich so. Okay, geil. Das und, wie steht's mir? Super. Hau dich voll damit. Einmal komplett voll hauen. Ich zieh derzeit das Ding hier an. Bringt auch so viel mit meiner sonstigen Kleidung. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Art Folter. Ah, schöne Peeling-Methode. Geil. Martin? Was denn? Gut. Wo bist du? Cristiano! Oh mein Gott, der ist einfach weg! Wir gehen jetzt auf die Jagd! Nehmt euch in Acht! Ich hab Hunger! Komm, da ist irgendwie viel. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Es ist schwieriger, als es aussieht. Nee, es ist genauso schwierig, wie es aussieht. Oh Gott. Ich sehe nichts. Besser. Alex. Oh, Scheiße. Das ist mega anstrengend. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist einfach effizienter, wenn wir uns einfach in den Shelter legen und, weiß ich nicht, Kokosnüsse essen. Alter, das ist nicht, es geht gar nicht. Ja. Ey, was hast du denn da jetzt gejagt? Ach du Scheiße, okay, was ist das? Das ist eine Eidechse. Und wie hast du die bekommen? Ja, Profis bei der Arbeit. Ja, die sind so flink, aber schwupp ist sie weg. Freunde, ganz, 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 ganz wichtig, ne? Das ist ein Szenario und deshalb fressen wir so ein Zeug auch nicht. In der Notsituation würde ich es mir überlegen, Kopf ab, Schwanz ab, Beine ab, kurz über den Grill gehalten, snacken. Alles unter 5 cm könnte man roh essen, aber wie gesagt, Szenario. Deshalb gute Reise, schön dich kennengelernt zu haben. Und deshalb machen wir auch kein Feuer, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Denk daran, wir haben oft genug Waldbrände, deshalb lassen wir das. Deshalb auch keine Tiere fressen. Wir versuchen quasi so möglich, so realitätsnah wie möglich. So, das wäre jetzt unser Hamburg gewesen. Und du, ganz ehrlich, es wird immer dunkler. Ich würde sagen, weil wir im Dunkeln ja echt orientierungslos sind, sollten wir dann unser Shelter aufsuchen. Ich bin aber noch gar nicht müde. Ja, das interessiert mich nicht. Schnapp dir deine Kokosnuss und dann gehen wir jetzt ins Bett. Ich will aber jetzt... Ich habe gesagt! Ja, ja gut.
Freunde, ich habe richtig Schiss. Es ist das erste Mal für mich in der tropischen Nacht und ich bin echt gespannt, wie das wird. Ob ich das hier echt durchstehe und überlebe. Ich habe mega Schiss, ganz ehrlich, bin ich ehrlich. Ich bin gespannt, was die Nacht noch bringt. Aber erstmal ein bisschen Kokosfleisch essen. So, Männers. Das Team verzieht sich. Ja, ist klar. Oh. Kamera lasst ihr euch hier. Okay. Mhm. Gut. Viel Spaß in der Nacht. Na dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend. Gute Nacht. Haut rein, Jungs. Oh. Ciao. 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 Keine Ahnung, wie er das macht, aber ey, dreht sich zur Seite und pennt einfach weiter. Ohne Scheiß, ey, wenn hier so ein Puma durch die Büsche schleicht oder diese Eidechsen kommen, diese riesengroßen. Okay, aber ich versuche nochmal eine Runde zu pennen. Irgendwie müssen wir ja die Nacht über die Runden kriegen. Okay, also wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns morgen früh und wenn nicht, sehen wir uns auf der anderen Seite. Boah, ich habe so Schiss vor der Nacht, ey, wirklich. Und das war jetzt irgendwie ein Fauchen. Los, komm, komm, komm. Aber doch nicht. Ey, jetzt mach keinen Scheiß, los. Meins ernst. Aber doch keine Scheiße. Los, hau jetzt ab hier, los. Oh, fuck, los, komm, 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 komm. Los, irgendwo in die Richtung, los. Ich komm ja, Alter. Guten Morgen, Freunde. Wir haben die Nacht überstanden, aber tatsächlich nicht da, wo wir gestartet haben. Denn es war für uns, für mich, einfach nicht abzusehen, wie gefährlich es wird. Es war sehr gefährlich, denn wir haben, also ich habe nachts Geräusche gehört. Und ich weiß, dass hier Pumas rumrennen. Ich weiß, dass da giftige Spinnen, Schlangen, Alligatoren, alles sowas. Und ich habe einfach für mich entschieden und auch für Cristiano gesagt, okay, wir lassen das. Wir haben einfach nicht die Erfahrung und noch nicht die Skills, um zu sagen, okay, hey, komm. Ne, normalerweise heißt es auch vom Boden weg. Also deshalb haben wir dann entschieden, okay, wir brechen ab und sind jetzt quasi auch wieder zurück. Es war trotzdem ein mega krankes Erlebnis. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Wir sind ans Limit gegangen, das, oder? Das Krasse ist halt, er hat vorher noch nie sowas gemacht. Okay, gleich in die Karibik, gleich in die Tropen, gleich im Urwald, im Dschungel. Sehr geil. Wenn ihr noch mehr kranken Scheiß sehen wollt, dann abonniert den Kanal von Urlaubsguru. Und zwar sofort. Dann kann es sein, dass ihr noch mehr von uns seht. Von uns beiden. An dieser Stelle, Martin, vielen, vielen Dank für diese Hammer-Experience. Es war uns eine Ehre. Andersrum genauso danke. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen, mal in die Karibik irgendwo hardcore auf einer Insel zu überleben. Freunde, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb und zu sagen, wir beide, ciao!